Hallo zusammen, in diesem Video die Fortsetzung zu Laufwerke. Unser Stand ist, dass wir ein CD-Laufwerk und eine Festplatte haben, die nutzlos sind. Das haben wir hier gesehen, dass sie nicht im System eingebunden sind, weil ein Dateisystem für die Datenstruktur fehlt. Daher kann das Betriebssystem weder Daten auf diese Medien schreiben, noch irgendwelche Informationen lesen. Bevor ich auf die überschaubare Theorie eingehe, möchte ich Ihnen, wie gesagt, in der VM zeigen, wie eine DVD im System gemountet wird. Also der Ist-Zustand sehen Sie ja hier an dieser Stelle oben nochmal clear und LSBLK, damit wir keine unnötige Information haben. Und wie Sie sehen, hier ist das entsprechend nichts da beim Mount Point und im System wiederum auch nicht. Dazu gehen wir mal auf Maschine ändern und ich versuche jetzt mal irgendeine DVD hier abzulegen. Das heißt, hier irgendwas von mir aus, Sense, ja, Enter, und wir haben eine DVD gelegt an diese Stelle. Da hat sich jetzt irgendwie ein bisschen was geändert. Ja, das haben Sie ja gesehen beim Icon. Und wenn wir das Ganze auf OK geklickt haben, dann sehen wir mal, dass hier auch mal, na, so, auf die DVD, jetzt hat sich da was geändert. Und zwar, wir sehen ein paar Informationen. Hier wurde erkannt, 1,7 GB, ja, das ist halt die Größe. Auch sehen wir mal das Dateisystem ISO 9660, das ist ein bekanntes Dateisystem für optische Laufwerke. Aber es ist noch nicht angehängt. Ja, um die Information dort abzurufen, muss man entweder im Dateimanager öffnen und auf DVD klicken. Das versuche ich mal zu machen. Also nochmal LSBLK. Es ist immer noch nicht eingebunden. Ja, im Vergleich dazu, hier SR0 war irgendwie ein Gig. Und hier sehen wir die tatsächliche Größe der DVD, die hier reingelegt ist. Aber die ist im System noch nicht gebunden. Deswegen müssen wir das sozusagen auf der grafischen. Zunächst einmal versuche ich mit Ihnen das Ganze mit Grafik zu lösen. Und achten Sie mal bitte auch darauf, was hier links dann auch passiert. Wenn ich da drauf klicke, da haben Sie gesehen, hoffentlich eingehängt. Ja, und ich sehe den Inhalt von dieser Installations, irgendwelche Binaries und so weiter. Und das ist sozusagen Installations-DVD. Und hier, wenn ich jetzt LSBLK, also wie gesagt ohne CD, jetzt mit CD, aber die ist noch nicht eingehängt. Und jetzt rufe ich nochmal die History-Funktion mit LSBLK und gebe Enter ein. Und wir sehen jetzt tatsächlich einen Unterschied, dass dieses, also diese DVD, eingehängt ist unter /media/CD-ROM. Ja, diese Info steht mir hier zur Verfügung und ich könnte jetzt mal auch mal dorthin navigieren. CD/media/CD-CD-ROM. Ups, CD-ROM 0 muss es sein. Und ich sehe LS tatsächlich auch Informationen im Vergleich zu vorher, wo ich ja keinerlei Informationen gesehen habe. Das alles gelingt aber nur, wenn unbedingt ein Dateisystem vorhanden ist und dieses Dateisystem ist hier bei CD-ROM ISO 9660. Aber was macht denn ein Dateisystem? Und hier sind wir schon bei der Theorie. Im letzten Video haben wir gesagt, ohne Dateisystem geht nichts und hier sehen wir schon mal das erste Beispiel, der mir halt das auch mal ohne DVD, das heißt mit /dev/sr0 und hier mit der DVD, die nach ISO 9660 formatiert ist. Aber was macht das Dateisystem? Und da sind wir schon bei der Theorie, der sorgt dafür, dass die Daten nach einer bestimmten Regel organisiert wird, organisiert werden, sprich die Daten schreiben, lesen, komprimieren, optimieren, defragmentieren und. Das Beispiel von der CD haben wir ja schon gesehen, Linux ist verwendet ja Extended 4. Hier. Und bei Ihnen wahrscheinlich, wenn Sie Windows verwenden, da ist es beispielsweise NTFS gängig und immer noch wird verwendet ein Dateisystem, obwohl einige Nachteile zu aktuellen Dateisystemen hat, nämlich das FAT32. Die nächste Frage, die uns jetzt beschäftigt, warum haben wir ja so viele Dateisysteme?
Ja, naja, jeder Entwickler von Betriebssysteme hat bestimmte Anforderungen, Bedürfnisse oder ähnliches, welche Organisation die beste für sein System ist. Und außerdem waren das ja Bedürfnisse vor 30 Jahren, die waren total anders als heute. Meine erste Festplatte hatte noch eine Größe von 256 MB und das war ja auch schon ziemlich viel. Und heute wird der Speicher uns hinterhergeschmissen, sodass wir heute mit älteren Dateisystemen wie FAT32 eine Menge Probleme haben, weil die haben natürlich nur für ihre Zeiten entsprechend gedacht. Die nächste Frage, warum Sie sich jetzt mit Dateisystemen auseinandersetzen sollten, bezieht sich nicht nur auf Klassenarbeiten, Prüfungen oder ähnliches, sondern begegnet uns tagtäglich. Dazu mal folgende Abbildung. Immer noch werde ich im Unterricht gefragt, warum ein Kopiervorgang fehlschlägt. Das erlebe ich, wenn die Schüler beispielsweise ihre virtuellen Maschinen, ja, das, was in Rot dargestellt ist, auf den Schulrechner hier in schwarzer, also schwarzer Laptop dargestellt, warum das auf einem Stick nicht, sich nicht übertragen lassen kann, beziehungsweise der Kopiervorgang schlägt fehl. Ja, die .ova-Datei zu exportieren, habe ich Ihnen in einem anderen Video gezeigt. Können Sie auch mal den Link entsprechend anschauen und das Video anschauen. Aber der Kopiervorgang schlägt fehl. Und das ist sozusagen passiert immer noch öfter. Das machen die Schüler jetzt entsprechend hier deswegen, damit sie den Stick mitnehmen und daheim entsprechend verwenden können, also die VM importieren. Aber selbst hier schlägt sozusagen, also das Ganze schlägt fehl, weil wenn Sie einen USB-Stick neu kaufen oder SD-Karte oder ähnliches, dann sind die in der Regel mit FAT32 formatiert. Damit die Sticks möglichst auf allen Plattformen sozusagen Betriebssysteme ohne Probleme funktionieren sollen. Das ist auch der große Vorteil von FAT32, die Kompatibilität. Und hier haben wir folgende Fall, dass wir sozusagen der Kopiervorgang nicht funktioniert, weil FAT32 gegen moderne Betriebssysteme hat dieses Problem mit der Begrenzung der Dateigröße. Nämlich, dass die maximale Größe einer Datei 4 GB groß sein soll. Und dementsprechend hier haben wir schon den ersten Nachteil von FAT32. Genau dieses Szenario habe ich hier mal durchgespielt, damit Sie auch mal Vorstellungen haben, wie das bei anderen Kolleginnen und Kollegen bei Ihnen in der Firma aussehen könnte. Ich habe da Screenshots gemacht, was da passieren könnte. Und zwar die Ist-Situation. Ich habe einen Stick, beispielsweise von der 32 Gig Größe, und der ist komplett leer. Das sehen Sie auch hier, ja, frei an dieser Stelle. Und machen wir ein bisschen größer und so. Und das Ganze ist aber formatiert in MS-DOS. Das bedeutet, ja, irgendwie Dateisystemtyp scheint ein bisschen ein älterer zu sein. Aber Hauptsache 32 Gig. Und was mache ich? Jetzt gehe ich mal hier drauf, also beim Stick, und der wird ja ganz normal eingebunden, sieht ja gut aus. Ich möchte jetzt eine also OVA-Datei, das war diese virtuelle Maschine, um die zu exportieren. Da versuche ich die auf dem Stick zu übertragen. Und beim dritten Bild werden wir auch mal sehen, tatsächlich, dass der jetzt gerade dabei ist, diese OVA-Datei von der Größe 6,2 GB auf den Stick zu übertragen. Und der macht beim Dreiviertel des Kopiervorgangs einfach mal Schluss. Und der bleibt ziemlich lange stehen. Das kommt bei den sozusagen beim Beginner ein bisschen komisch vor, warum ausgerechnet hier? Und irgendwann mal stellt man hier fest beim vierten Bild, naja, die Fehlermeldung kommt da raus und leider, ja, die ist also eine Fehlermeldung, die ist nicht so ganz aussagekräftig genug, dass Anfänger damit etwas beginnen können. Die fragen sich im Nachhinein, wie jetzt die Datei ist zu groß. Die verstehen das ein bisschen anders. Die verstehen jetzt nicht, die Datei ist groß,
ist, also größer als 4 GB, sondern die verstehen das vermutlich, ich habe doch 16 Gig oder 32 oder 64 GB Stick. Warum klappt das nicht? Das liegt doch nicht an den Stick selbst, sondern am Dateisystem. Dass es beim FAT32 eben diese 4,3 GB Grenze ist. Und das liegt, wie gesagt, an der 32-Bit-Adressierung, 2 hoch 32, also können Sie nochmal eingeben, immer wieder Zahlensysteme, 2 hoch 32 ist eben diese 4,3 GB Grenze, die sozusagen beim nächsten Bild, wenn wir das mal hier anschauen, tatsächlich auch feststellen, dass es sozusagen, als ich dann entsprechend den Kopiervorgang beendet habe, also auf OK, hier auf OK, auf Abbrechen, und statt der 6,2 waren es nur noch real 4,3 GB auf dem Stick. Und wir sehen auch hier, was, also quasi, dass da genug Platz ist, nur eine Datei kann nicht größer sein als 4,3. Und das ist natürlich schade. Deshalb habe ich diesen einen, also 32 GB Stick entsprechend formatiert, von FAT32 gelöscht sozusagen. Ja? Also die Partitionstabelle gelöscht. Keine Sorge, das mache ich ja auch mit Ihnen komplett, die den Partitionsvorgang. Und hier erstelle ich mal eine neue, sozusagen ein neues Dateisystem, nenne das diesmal USB-Stick und verwende ein anderes Dateisystem, entweder XLR4 oder NTFS. Und der wird jetzt gerade sozusagen formatiert und läuft, bis der jetzt sozusagen beendet ist, der Vorgang. Also ab jetzt ist er 32 Gig und ich beginne schon wieder den, nicht den Klonvorgang, sondern das Exportieren entsprechend vorzunehmen. Und hier genau das Gleiche, also die 6,2 auf den USB-Stick kopieren, läuft, also der ist jetzt schon mal über 3/4, das ist schon mal ein gutes Zeichen, und der ist dann irgendwann mal fertig mit der Größe 6,2, also so wie es sein soll. Und zumindest sollten Sie jetzt das als quasi Kenntnisse darüber verfügen, dass es auch hier mit anderen Dateisystemen natürlich funktioniert tadellos. Ja? Aber nicht nur bei Übertragung und virtuellen Maschinen spielt das auch eine Rolle, sondern auch in der Medientechnik spielt das eine Rolle. Das war auch tatsächlich das erste Mal, wo ich damit konfrontiert war, mit dieser Geschichte Dateisysteme, vor 20 Jahren beim Videoschnitt. Da habe ich sozusagen meine Mini-DV-Kassette, ja, Filmaufnahme, auf einen PC importiert, und das war die Größe von 14 GB ungefähr. Und da habe ich mich immer gewundert, warum daraus aus dieser 14 GB Videospur auf einmal 4 Teile daraus geworden sind. Das war extrem nervig, weil die Synchronisation sozusagen an mehreren Stellen, da wurden verschiedene Video- und externe Audiospuren total nicht mehr synchronisiert, und deshalb muss man auch hier an dieser Stelle darauf achten. Deshalb ist Ihre Aufgabe als IT-Fachkraft, darüber informiert zu sein, also das Problem zügig zu erkennen, so ein Problem, ja, Troubleshooting, und natürlich zu lösen. Das erwartet man von Ihnen. Heutzutage als ITler werden Sie immer gefragt nach dem Motto, hey, du bist doch ITler, kannst du nicht mal schnell, und wenn Sie so einen Satz schon mal hören, dann sollten Sie schneller sein als Usain Bolt und einfach mal vom Acker. Nein. Im Ernst, dafür werden Sie auch für diesen Support bezahlt, und entsprechend muss man da sehr schnell entsprechend den Fehler finden und natürlich korrigieren oder beziehungsweise Vorschläge geben. Soweit zu der Theorie von Dateisystemen. Im nächsten Video werden wir sozusagen endlich, ja, eine Festplatte auf der VM partitionieren und danach testen, ob das Mounten, also das Einhängen des Dateisystems, funktioniert. Bis dahin und tschüss.